Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist René vom Kanal Teach Dich. Cashflow generieren, smart investieren, darum geht es auf diesem Kanal und heute erzeugen wir wieder mal Cashflow und zwar mit KI-Tools. Ich zeige dir einige Hacks und einige Tricks, wie du dir ein passives Einkommen aufbauen kannst, was über Jahre funktioniert. Das Einzige, was ich von dir möchte, ist, dass du das Video likest und einen Kommentar da lässt, damit das Video möglichst vielen vorgeschlagen wird und eine breite Masse erreicht. Alle Tools, die ich dir heute vorstelle, verlinke ich auch wieder in der Videobeschreibung und wenn du dich darüber anmeldest, würde ich mich sehr, sehr freuen. Aber worum geht es denn im heutigen Video? Es geht darum, sich einen eigenen Blog bzw. eine eigene Website aufzubauen mit Hilfe von KI und das Ganze dann zu monetarisieren, Blogartikel schreiben zu lassen, diese zu monetarisieren mit Affiliate Marketing. Ich werde dir Schritt für Schritt zeigen, wie das funktioniert, damit du dir eben auch mal ein passives Einkommen aufbauen kannst. Aber lass uns gar nicht lange drum herum reden, sondern wir gehen direkt rein und ich zeige dir, was ich meine. Wir befinden uns hier auf der Seite jesper.ai. Jesper.ai ist eben auch das Tool, was ich dir heute vorstellen möchte und mit dem du verschiedene Dinge tun kannst. Blogartikel schreiben, verschiedene Werbeanzeigen kreieren, also alles Mögliche. Verkaufs-E-Mails schreiben lassen, alles, was auch ChatGPT kann. Aber darüber hinaus hast du eben hier eine schöne Oberfläche, auf der du hier vernünftig arbeiten kannst. Und das ist eben wesentlich einfacher zu bedienen als ChatGPT. Jesper.ai ist kostenpflichtig aktuell. Wenn du dich aber über den Link in der Videobeschreibung anmeldest, kriegst du 10.000 Credits und kannst schon mal loslegen und kannst es testen. Hier im Dashboard von Jesper siehst du also, was alles möglich ist. Du kannst dir Ads, also Werbeanzeigen, kreieren lassen und verkaufen oder auch selbst nutzen. Blogs, Blogartikel, Ideen für Blogartikel, das Ganze für E-Commerce nutzen, E-Mails, alles Mögliche. Google-Werbeanzeigen, Facebook-Werbeanzeigen. Also Jesper ist wirklich ein riesengroßes Tool, ein mächtiges Tool, was du unbedingt mal ausprobieren solltest. Also alles Mögliche. Heute wollen wir uns aber Blogartikel erstellen lassen mit Hilfe von Jesper. Diese dann eben auf unserem eigenen WordPress-Blog einbinden. Wie das alles funktioniert, zeige ich dir jetzt in Kürze. Und das Ganze dann monetarisieren mit Affiliate-Marketing, habe ich dir schon gesagt. Also, was machen wir jetzt? Wir klicken hier einfach mal auf Blog. Dann siehst du alle Möglichkeiten, die du hast, mit Jesper Blogartikel zu erstellen oder auch ein Intro für Blogposts. Wir wollen aber heute einen One-Shot-Blogpost, also wirklich nur ein paar Keywords eingeben. Jesper soll uns hier einen Blogartikel erstellen. Bevor wir unsere eigene Webseite starten bzw. unseren eigenen Blog, müssen wir natürlich erstmal eine Nische wählen. Also in welchem Bereich wollen wir denn überhaupt Blogartikel schreiben und in welchem Bereich wollen wir denn mit Affiliate Marketing Geld verdienen? Ich habe mir heute die Nische ketogene Ernährung gewählt, also du kannst verschiedene andere Nischen wählen, alles ist möglich. Wir nutzen heute also diese Nische. Wir geben also hier jetzt eine Frage ein, warum ist ketogene Ernährung so gesund? Und ich möchte, dass ein Blogartikel genau zu diesem Thema geschrieben wird. Du kannst ja noch den Tone of Voice eingeben, also freundlich oder lustig oder wie auch immer. Auf Englisch oder auf Deutsch kannst du es hier eingeben, beides ist möglich. Und ja, Intended Audience, also an wen soll das Ganze gehen? Frauen zwischen 30 und 60 habe ich einfach mal reingeschrieben. Und wir wollen das auf Deutsch haben. Wie viele Blogartikel soll er erstellen? Also wie viele verschiedene Varianten? Das geben wir ganz unten ein. Ich möchte einfach nur einen haben und wir drücken auf Generate. Und jetzt, ja, jetzt arbeitet die KI im Hintergrund und erstellt uns einen Blogartikel, den wir dann gleich monetarisieren werden. Wir sehen also, innerhalb von ein paar Sekunden hat Jesper einen Blogartikel erstellt. Er hat das Ganze auch schon strukturiert. Blog-Title oder Titel und ein Body, also den Hauptteil des Blogartikels. Dann nochmal gesundheitliche Vorteile, Vorteile, Nachteile und ein Fazit am Ende eingefügt und jetzt können wir uns das durchlesen und wenn uns das gefällt, nehmen wir das so oder wir lassen uns einfach nochmal einen anderen Blogartikel schreiben. So, aber wir nehmen den Blogartikel jetzt einfach mal so zum Thema ketogene Ernährung. Es ist oftmals so, jetzt kommt ein kleiner Hack, dass die Blogartikel nicht gut ranken bzw. dass Google erkennt, ob dein Blogartikel von einer KI geschrieben wurde. Um das zu umgehen, solltest du den Blogartikel entweder selbst ein bisschen umschreiben oder umschreiben lassen. Wir nutzen jetzt ein Tool zum Umschreiben lassen. Ich kopiere einfach mal diesen Blogartikel. Wir gehen jetzt auf paraphraser.io und geben hier unseren Text ein. Es gibt nicht so viele Tools, die das Ganze im Deutschen machen. Deshalb empfehle ich dir dieses paraphraser.io. Da kriege ich keine Provision für. Ich nutze das einfach auch nur selbst sehr gerne. Wir kopieren also unseren Text hier rein. Unten stellen wir German ein. Jetzt paraphrasieren und jetzt schreibt er den Text ein bisschen um, damit er von der KI am besten dann später nicht mehr erkannt wird. Du siehst also, Paraphraser hat einiges umgeschrieben. Die ganzen grünen Bereiche sind alle komplett umgeschrieben und so ändert sich der Text schon grundlegend und ist meist nicht mehr als KI-Text zu erkennen. Jetzt müssen wir diesen Text ja in unsere eigene Webseite integrieren, die du vielleicht noch gar nicht hast. Hier empfehle ich dir WordPress, einfach mit WordPress einen Blog aufzubauen. Das ist wirklich nicht kompliziert. Ich habe verschiedene eigene
eigene Blogs und die habe die alle mit WordPress konstruiert oder aufgebaut. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Mit einem Website-Baukasten kannst du dir ganz einfach deine Webseite erstellen. Und wenn du detailliert wissen willst, also das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen, wenn du ganz detailliert wissen willst, wie das im Einzelnen funktioniert, empfehle ich dir die Affiliate School Masterclass von einem Kumpel von mir, dem Christopher. Und du kannst, wenn du über den Link gehst in der Videobeschreibung, die ersten 6 Lektionen kostenlos durchprobieren. Wenn dir der Kurs gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du den kaufst. Ich habe ihn selbst auch durchgearbeitet. Er geht wirklich von A bis Z darauf ein, wie du dir einen eigenen WordPress-Blog aufbaust und wie du die ganzen kleinen Feineinstellungen machst, wie du Nischen auch findest, Nischen suchst, den Wettbewerb richtig einschätzen kannst und wie du auch in Google vernünftig ranken kannst. Ich empfehle dir also diese Affiliate School Masterclass auf alle Fälle. Schau doch einfach mal rein. Wir gehen jetzt mal davon aus, du hast deinen WordPress-Blog erstellt und du kannst deine Blogbeiträge in deinen Blog einfügen. Ich zeige dir das an einem Beispiel meiner Website affiliate-anbieter.de. Dein Blog sieht vielleicht im Frontend so aus, natürlich zum Thema ketogene Ernährung. Im Hintergrund, im Backend sieht das bei WordPress eben so aus, dass du hier auf der linken Seite deine Beiträge auf Beiträge klicken kannst, siehst deine ganzen Beiträge, die du schon erstellt hast, also das sind dann die Blogartikel mit dem Titel und so weiter und so fort. Und wenn du einen neuen Blogartikel hinzufügen möchtest, gehst du einfach auf Erstellen. Und dann öffnet sich eben deine Seite, die du dann erstellen kannst. Hier gibst du den Titel ein, dann klickst du hier unten rein auf Tippe, um einen Blog auszuwählen und fügst diesen kopierten und paraphrasierten Text eben hier ein. So, und jetzt kannst du hier Titel des Blogs kannst du dann wegmachen, entfernen, hier doppelklicken. Wir sagen, das soll eine Überschrift sein. Und so gehst du durch den ganzen Text durch. Das ist also wirklich kein Hexenwerk. Du kannst dir auch noch Bilder einfügen. Das ist ganz, ganz einfach. Wenn du hier auf dieses Plus klickst, kannst du ein Bild einfügen, kannst ein Bild hochladen. Dann sieht der Blog natürlich noch ein bisschen schöner aus, der Blogartikel. Du kannst dir zwischendurch anschauen, wie das ausschaut, wie dein Blogartikel aussieht. Und da gehst du einfach eben auf Vorschau. Dann wird der Blogartikel erzeugt. So sieht das Ganze dann aus. Wenn du hier ein Bild drin hättest, würde das Bild hier auch noch erscheinen. Aber wie monetarisiert man das Ganze? Also wie verdienst du denn damit Geld? So, jetzt kommen wir zum Thema Affiliate Marketing. Du solltest dir eben auch ein Produkt raussuchen oder verschiedene Produkte, die du dann bewerben kannst auf deinem Blog. Wenn du dann ein Produkt in deiner Nische gefunden hast, jemand klickt auf den Link für dieses Produkt, kauft das, dann bekommst du eben eine Provision. Und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Wir nutzen hierfür mal Digistore24. Auf Digistore24 kannst du dich anmelden, kannst verschiedene digitale Produkte eben bewerben. Wir schauen uns mal bei Produktname einfach, geben wir Keto ein und schauen uns an, was es da für Möglichkeiten gibt. Wir haben ja die Nische ketogene Ernährung gewählt. Also hier ein Pulver mit Kakaogeschmack oder ein Quick Start Guide oder auch hier Bio und Naturkost im Trend, Keto-Grundlagen, 200 vegane Rezepte. Du könntest sowas zum Beispiel promoten. Hier kriegst du 80% Provision, verdienst ca. 21,55 Euro. Also jeder, der das kauft, für jeden kriegst du dann 21,55 Provision. Und wie funktioniert das? Du klickst eben hier auf Promoten und dann wirst du gebeten, dich erstmals anzumelden bei Digistore24 oder eben mit deinen Daten anzumelden. Und dann kommst du eben auf die nächste Seite, wenn du das gemacht hast. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt als Affiliate angemeldet für dieses Programm. Du kannst jetzt hier zu den Werbemitteln gehen. Auf dieser Seite siehst du eben alle Werbemittel, die der Vendor, die Verkäufer zur Verfügung stellt. Also verschiedene Bücher, zum Beispiel dieses hier, hatten wir uns ja ausgesucht. Hier unten ist dein Link, den kopierst du. Wo Affiliate steht, musst du deine deine Digistore24-ID einfügen und dann ist eben jeder Verkauf genau dir zugeordnet. So, wenn wir diesen Link eben haben, Steuerung C, gehen wir wieder zurück in unseren Blog. Dann müssen wir irgendwie ein Call to Action einfügen, also irgendetwas, auf das der Kunde dann klickt und geben wir zum Beispiel einen Satz ein. Ich habe mir einfach ausgedacht, die besten Keto-Rezepte findest du hier. Wir markieren das alles. Machen das noch ein bisschen fetter, so machen wir das fett. Dann geben wir hier den Link ein, den Link, den wir eben erzeugt haben. Und hier bei Affiliate, wie gesagt, gibst du deine Digistore24-ID ein und schon ist das hier ein Link. Und wenn jemand auf diesen Link klickt, kommt er eben zur Seite. Das testen wir jetzt mal. Wir machen hier mal Vorschau und testen mal, ob der Link auch funktioniert. Jeder, der jetzt über diesen Link in unserem Blogartikel ein Produkt kauft oder dieses Rezeptbuch kauft, ja, es funktioniert. Wenn jemand hier jetzt kauft für 11,99, dann kriegst du eben eine Provision von 80% oder 90%. Das hängt immer davon ab, welches Produkt es ist, aber es funktioniert zumindest. Das ist schon mal schön. Wenn du das Ganze noch schöner machen möchtest, kannst du hier auch noch einen Button einfügen. Buttons, Bom, Text hinzufügen.
Rezepte und dann kannst du auch wieder einen Link einfügen und dann funktioniert das ganz genauso. Zack, zack, zack. Vorschau im neuen Tab. Also du kannst den auch farbig anders markieren, wie auch immer. So, der Button funktioniert auch. Du siehst also, wie einfach es ist, mit Hilfe von KI Blogartikel zu erstellen. Du kannst am Tag mehrere Blogartikel erstellen, fügst zusätzliche Affiliate-Links ein und nach ranken dann diese Artikel in Google. Du musst sie natürlich ein bisschen umschreiben. Nutze einfach dieses Paraphrasing-Tool, nutze Jasper.ai und so kannst du dir ein passives Einkommen über Jahre aufbauen, was dir 24/7 Provisionen generiert. Wenn irgendjemand mitten in der Nacht auf einen deiner Affiliate-Links klickt, bekommst du trotzdem eine Provision 24/7, 365 Tage im Jahr. Und im nächsten Video zeige ich dir, wie du gratis Besucher auf deinen Blog bekommst, weil das ist am Anfang sehr, sehr schwer. Ich zeige dir eine Möglichkeit, auch wieder mit KI hunderte von Besuchern auf deinen nagelneuen, frischen Blog zu bekommen und eben recht zügig Affiliate-Provisionen zu generieren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut!